Willkommen zu Balsam für meine Seele, eine Ermutigung für jeden Tag. Ich zumindest erlebe es als sehr schwierig, einfach da sein können. Klar, es gibt Beratungsbücher, in denen stehen Sätze wie: Das Wesentliche ist schon da in uns. Oder: Wir brauchen es nicht dauernd im Außen zu suchen, das Wesentliche. Sonst jagen wir uns selbst durch das Leben. Aber das zu praktizieren, zu Gast bei sich selber sein, bedeutet der Kraft der gemachten Erfahrung zu trauen. Aber wie komme ich dahin, das wirklich zu erleben? Ich mache damit gute Erfahrung, indem ich mir in meinen Kalender feste Zeiten eintrage. Feste Zeiten des Daseins. Dann steht das so im Kalender. Dasein. Und das verteidige ich, so wie ich etwas ganz Wichtiges verteidige. Vielleicht versuchen Sie es einmal, sich einen Abend pro Woche zu nehmen, vielleicht sogar wirklich eintragen. Und dann der Kraft des Augenblicks sich zu übergeben. Da sitzen, eine Kerze anzünden, innere Bilder aufsteigen zu lassen, die einen Raum zur Vertiefung möchten. Da kommt vielleicht, gerade wenn es am Ende der Woche ist, manches Kraftvolle und manches Schmerzhafte der Woche hoch. Hochkommen lassen. Ich versuche, dies anzuschauen, ohne es zu bewerten. Möchte ich das nicht? Ohne zu beurteilen, passt mir das oder passt mir das nicht? Sondern wie so eine Diaschau, aber einfach kommen lassen und gehen lassen. Nach einer Zeit, ich mache das meistens eine Stunde, erst schreibe ich das Wichtigste auf. Das hat noch einmal etwas von: Ich bin nicht dem allen so ausgesetzt, sondern kann es loslassen. Da hat mir jemand etwas Schönes gesagt. Danke, loslassen. Da hat mich jemand verletzt. Danke, loslassen. Solche Fernseh- oder computerfreien Abende, auch zu zweit oder als Familie, können unser Leben erneuern. Was wäre es, wenn wir am Ende unseres Lebens bedauern, wie viel Zeit wir vergeudet haben durch Hetzen? Und was wäre es, wenn wir am Ende unseres Lebens dankbar sind, gerade für dieses Innehalten und spüren, das ganze Leben zu Gast bei sich selber sein? Wäre das nicht schön? So wünsche ich Ihnen von Herzen Gottes Segen. Bleiben Sie gesund.